So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color. Und wir waren hier stehen geblieben bei diesem Boss, beziehungsweise, ja, Arena-Leiter, wie auch immer man den nennen mag. Wir gucken uns den jetzt mal an. Ich bin Tim, der Feuerclubmeister. Du sammelst also Medaillen, um die legendären Karten erben zu können. Was? Du hast fast gar keine Karten? Wenn du gegen mich antreten willst, sammel zunächst mehr Karten. Was? Das musste man allen Ernstes gegen den machen, damit man gegen ihn battelt? Okay, Leute. Okay. Wir sammeln mehr Karten. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir ein paar E-Mails bekommen haben von unserem Doc. Oh, eine. Oh, wie gnädig. Ich bin es, Dr. Mason. Hast du schon viele Karten gesammelt? Ich habe einige Informationen über Tims Deck. Er ist der Meister des Feuerclubs. Sein Deck besteht aus Feuer- und farblosen Pokémon. Setz ein Wasser-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon ein. Kampf-Pokémon gegen ein farbloses Pokémon ein. Studiere die Decks der Wasser- und Kampfmedaillenmaschinen. Hier ist ein Geschenk für dich. Es ist eine Rätsel-Booster-Packung. So, dann gucken wir mal. Wir haben ein Arktos. Okay, nicht schlecht. Wir haben schon ein Arktos. Hat man nicht auch Zapdos? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Arktos ist gar nicht verkehrt. Den sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, ins Deck nehmen. Damit haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Ja, der Rest ist... Ja, ein Amoroso ist auch nicht so verkehrt. Ja. Und wir haben sogar noch ein Geheimnisfossil. Damit können wir das auch spielen. Und noch ein Ammonitas. Ja, das war auf jeden Fall hilfreich. Verdammt. Da stand noch was. Ich hab's zu schnell weggedrückt. Ja, er hat uns schon wieder einen Zwinker-Smiley geschickt. Ja, ja, ich weiß schon. Der will mit uns spielen. Können wir jetzt gegen ihn battlen, als wenn wir jetzt genügend Karten haben? Moment, Moment. Nicht der Status. Wir müssen im Deck mal nachgucken. Ja. Am besten ist... Wir gucken jetzt einfach mal. Was hat der da eigentlich denn nochmal drauf? Da, Arktos. Oh, oh, oh. Der ist nicht schlecht. Das Problem ist allerdings nur, wir müssen sehr viel Energiekarten haben. Viele haben wir jetzt auch wieder nicht. Also den jetzt schon mal ins Deck zu tun, glaube ich, würde eher nicht so, ja, unser Motto sein. Okay, wie es aussieht, muss man erst so an... Wobei, Moment, ich habe den noch gar nicht angelabert. Was labert der denn? Ah, immer noch? Das ist ja total doof. Ich will direkt gegen ihn battlen, aber der will nicht. Wo könnten wir denn noch ein bisschen was reißen? Ja. Der Steinclub, ne? Da brauchten... Ah, ne, den hatten wir ja schon. Haben wir eigentlich ein paar Feuer-Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Weil dann könnten wir mal in den Pflanzenclub oder wir gehen in den Wasserclub. Kann ich hier nicht irgendwie auch das Menü aufrufen? Ne, kann ich nicht. Aber wir gucken jetzt einfach nochmal. So, was haben wir denn? Haben wir viele Elektro-Pokémon? Ich glaube, ja. Naja. Energiekarten haben wir, glaube ich, nicht viele von Elektro. Ja, nur 5. Das ist viel zu wenig. Ah, Mann. Ist das jetzt euer Ernst? Okay, ich bin jetzt gerade überfragt. Ich hätte, glaube ich, doch nicht das Pflanzendeck als erstes nehmen sollen, aber okay. Ja, der Wissenschaftsclub, der ist ganz solide. Den machen wir jetzt aber nicht. Der Pflanzenclub, hätten wir da eine Chance? Ich habe jetzt gar nicht nach Feuer-Pokémon geguckt. Egal, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ja, nochmal ins Deck gucken. Feuer-Pokémon, ja... Ist solide. Was mit den Energiekarten? Da haben wir 9. Das wird... Ja, doch. Das ist schon mal okay. Dann nehmen wir Wasser raus, weil Wasser hat gar keine Chance gegen Pflanze. So, wie man das auch so gerne betitelt. Was nehmen wir denn noch? Die Kampf-Pokémon, die lassen wir auf jeden Fall drin. Die haben eine Chance dagegen. Wir dürfen nur 2. Ja, Moment. Wir müssen die Wasser-Pokémon rausnehmen, ne? Die werden sonst alle nacheinander degradiert. Ja, was heißt degradiert? Die werden ausgelöscht. So, das müsste eigentlich hinhauen. Dann würde ich aber vorschlagen, wir nehmen das Evoli raus, ne? Das wird uns, glaube ich, nicht viel bringen. Genau, weg mit dir, Evoli. Und jetzt kommen die Feuer-Pokémon. Ja, Glumanda, würde ich sagen, nehmen wir mal 2 Stück. Dann nehmen wir einen Glutexo, ist okay. Pocano, 2 Stück. Ein Arcani. Ponita. Ja, Magma wäre gar nicht verkehrt. Flamara, nee.
Da müssen wir jetzt dann wieder Evoli reinmachen, aber so viel Energiekarten haben wir auch gar nicht. Da müssen wir echt überlegen. Zwei Ponitas und ein Galoppa ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Vulpix? Sollen wir Vulpix noch nehmen? Was hatte Vulpix eigentlich drauf? Boah, zwei Energiekarten und nur 10 Schaden, das ist ein bisschen wenig. Wir haben auch noch keinen Volona. Ein Glumanda könnten wir noch nehmen. Ja. Wir müssen auf jeden Fall jede Menge Feuer-Pokémon haben, aber zu viele ist auch, also ist auch nicht gut. Ja. Noch ein Ponita. Ja, für die Quote. Ansonsten, Kampf-Pokémon haben wir ja auch noch ein paar Energiekarten. Vielleicht sollten wir noch ein paar Kampf... Okay, das haben wir auch. Davon jetzt haben wir nicht nochmal eine doppelte... Doch, nee, wir haben nur eine. Schade. Ja komm, nehmen wir davon noch... So. Moment, Moment. Wir könnten ein paar Trainerkarten nehmen. Wir haben kaum welche. Professor Eich, ja, noch einmal. Den kann man ja bis zu dreimal spielen, soweit ich weiß. Und ein Trank wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja komm. Das ist unser neues Deck, Leute. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das was bringt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Mirapla, Mirapla. Kugelrundes Mirapla. Mirapla ist kugelrund. Und so süß. Ich gebe dir dieses Giflor, wenn du mir dafür einen Mirapla gibst. Haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Entschuldige. Hast du einen Mirapla? Nee, habe ich nicht. Nur Mädchen dürfen den Pflanzenclub beitreten. Aber momentan akzeptieren wir sowieso keine Neuzugänge. Tut mir leid. Ja, dann nicht. Ich glaube, gegen die konnte man betteln, oder? Pflanzen pflegen ist harte Arbeit. Lass mich eine Weile ausruhen. Wem? Die Pflanzenclubmeisterin? Du meinst, Mickey? Ich glaube, so hieß sie, ne? Ja. Mickey ist nicht hier. Ich brauche eine Pause. Möchtest du das Pokémon-Sammelkartenspiel mit mir spielen? Oh ja, wir wollen mit dir spielen. Okay, ein Match mit 4 Preisen. Los geht's. Oh ja, am besten ist nur noch, wenn sie jetzt so machen würde. Ja, ihr wisst Bescheid. Okay, ja. Ich habe das Deck jetzt nicht von der Britta vorgelesen. Ja, die Britta, die liest bestimmt auch die Brit oder wie es heißt. Okay, wir gucken jetzt mal. Wir haben einen Kleinschein, wir haben Fukano. Ich würde sagen, wir nehmen Fukano. Und wir haben sogar jede Menge Feuerenergie. Es könnte ein schnelles Match werden. Wir haben ziemlich lang gebraucht, ne, damit es mal weitergeht. Es tut mir leid, aber wir mussten uns halt natürlich vorbereiten. Ich hätte das vielleicht offline machen sollen, aber okay. Ab und zu müsst ihr es ja auch mal mitbekommen. Sie fängt an, ist kein... Oh nein, oh nein, hat... Ah ne, Fukano hat ja Wasserschwäche, ne? Stimmt, ja. Aber wir sollten trotzdem aufpassen, weil sonst ist Fukano gleich schneller Geschichte, als uns das lieb wäre. Ja, Fackeln, ja toll. Ja, wir fackeln nicht lange, von wegen. Farblose, ja, kann ich jetzt sowieso nicht benutzen. Das auch nicht, das auch nicht. Ja, wie es aussieht, muss ich gleich mit Kleinstein ran, ne? Aber Kleinstein hatte, glaube ich, hatte der Wasserschwäche oder Pflanzen? Ich glaube, Pflanzen. Oh, Akani. Wie viel braucht der eigentlich? Verdammt. Aber wisst ihr was? Ich riskiere es einfach. Scheiß drauf. Ich kann zwar jetzt noch nicht angreifen, aber der wäre in der nächsten Runde tot gewesen. Und Moment, wenn ich jetzt... Genau, der fehlt... Ja, genau, da fehlt ihm eine Energiekarte und dann muss man, glaube ich, eine ablegen oder so war das, ne? Ja, okay, wir gucken einfach mal, was uns das so bringt, damit wir sie auseinandernehmen können. Wir sind Feuer und Flamme für dieses Match. Noch geben wir uns nicht geschlagen. Oh, da ist Porenta. Ja. Okay. So, Akani, du darfst jetzt... Metze ist nieder. Ach ja, ich habe den ja jetzt gerade eine gegeben. Ah, wir müssen sogar eine Feuer ablegen. Ja, das ist ein bisschen bescheiden. Aber okay. Der hat noch ein paar Pokémon auf der Bank. So ein Mist aber auch. Hätte er nur dieses eine gehabt, das wäre ziemlich cool gewesen, weil dann wäre das ein richtig schnelles Match gewesen. Oh nein. Ein Pikachu macht unser Akani fertig. Ist das denn noch zu fassen oder zu glauben? Egal, weg damit. So. Ciao, Pikachu. Okay. Oh, wir haben Tausch. Das ist sehr gut. Oh nein. Was, der hat auch... Sie hat ein Feuer-Pokémon? Sie hat aber ein anderes Magma. Oh nein, Rauchwolke, das tötet uns. Das macht 10 Schaden. Ja, okay. Akani, es war eine schöne Zeit mit dir. Was machst du jetzt? Keine Ahnung.
Wir haben sowieso nur Kleinstein. Was nehmen wir? Kleinstein oder Kleinstein? Wir nehmen Kleinstein. Ja, der Tausch ist jetzt nicht wirklich relevant. So ein Mist aber auch. Ja, komm, Punita, du kriegst eine Feuerenergie. Ah, ob das sich jetzt so lohnt oder nicht, gute Frage. Ich könnte aber gleich mit der doppelten Farblos-Energie, könnte ich Porenta ein bisschen unter die Arme, unter die Flügel greifen. Ja, mir ist aufgefallen, der gute Falke hat mir da was gesagt. Typisch Falke, vor allem Falke ist ja, ne, in der Luft und Vogelfieh und so weiter. Ich hatte nämlich Fell gesagt und ja, das sind halt Federn. Aber okay, das kann ja mal passieren, ne? Ja komm, Magma, mach jetzt hier meinen Kleinstein fertig. Ich habe nämlich keine Lust mehr, gegen ihn zu battlen. Gegen dieses Pokémon zumindest nicht. Ja, was machst du jetzt? Alter Falter. Oh, ein Fragezeichen. Ja. Ja, wir haben eine Kampfenergiekarte. Ja, das ist aber zu blöd. Tauschkarte ist eigentlich ganz gut. Ja komm, Porenta. Ich will jetzt mal gucken, wenn ich Tausch einsetze und dann mit Porenta tausche, ob ich dann angreifen kann. Ja, ich glaube schon, oder? Porenta. Oh, wir können den Lauchschlag. Was, der macht schon 30 Schaden, Alter. Porenta ist gar nicht mal so schlecht. Oh, Topfschmetterer, den können wir auch noch nicht. Jetzt frage ich mich allerdings, was bedeutet nochmal welche Attacke? Moment. Ja, Pokepower, Hä? Ja, ja, mein Spielbrett. Pokémon. Steht da irgendwas? Ah, hier, genau. Hier, Lauchschlag. Wirf eine Münze. Bei Zahl hat dieser Angriff keine Auswirkung. Ja, okay. Warte, Moment. Was steht da? Was? Ist das dein Ernst? Okay, das wusste ich nicht. Moment, ich wollte jetzt den anderen Angriff mal gucken. Ach so, da steht... Okay. Hat keinen Effekt. Dann lassen wir es eben. Das kann ich leider jetzt nicht einsetzen. Ja, bringt uns nichts. Komm schon, wenn wir Glück haben. Oh ja, habt ihr gesehen, das sah aus wie Rankenhieb. Voll die Animation. Aber es hat wenigstens 30 Schaden gemacht. Was will man mehr, ne? Also mehr kann man da davon jetzt gerade nicht erhoffen. Und wir sind leider verwirrt. Was für ein Zufall. Ich würde sagen, Porenta kriegt jetzt nochmal das. Und jetzt komm schon, bitte, bitte. Ja. Boah, korrekt. Boah, wir machen einen Magma fertig mit einem Porenta. Ist das nicht lustig? Dabei müsste er die Lauchstange eigentlich verbrennen, ne? Aber, naja, was will man machen? Komm schon, Porenta. Das ist unser Match. Ich glaube an dich. Aber ich wette, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, wird das nicht passieren. So, okay. Pflanzenergiekarte haben wir auch. Ah, Moment mal. Funktioniert eigentlich Hyperheiler auch so? Ja, schade. Funktioniert nicht. Das ist die Frage. Machen wir... Ja, wir machen... Komm schon. Oh. Halleluja. Das hat aber funktioniert. Yes, korrekt. Und jetzt? Er hat noch einen Preis. Oh, wir haben Bill, Leute. Das ist gut. Oh ja, wir dürfen mit Bill spielen. Oh, ein Dickter hat sie eingesetzt. Klar, sicher. Hä? Ja, komm. Kriegen wir jetzt... Ah, okay. Vulcano ist nicht schlecht. Feuerenergiekarte, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kriegen wir Galoppa, aber ich würde sagen, Vulcano sollte auch was bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach so, der ist ja gar nicht mehr in diesem Zustand. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen wieder werfen mit der Münze. Aber das hat ja ganz gut hingehauen. Oh, was ma... Oh, nein. Oh, Gott sei Dank immer nur 10. Sollen wir es riskieren? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich will gar nicht wissen, was wir bekommen. Und? Oh, Glutexo, aber... Ah, wir haben auch Glumanda. Okay, wir haben auch Energiesuche. Das heißt, wir können uns eine Energiekarte, eine Feuerenergiekarte klar machen. Computersuche, ja. Okay. Wo haben wir das? Hier. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also das Match, das gefällt mir bis jetzt. Es läuft ganz solide. Computersuche könnte ich jetzt auch nochmal benutzen, aber das will ich nicht. Amanda, du kriegst auch nochmal eine Energiekarte. Und wenn wir Glück haben... Ah ne, der überlebt mit 10, ne? Ach, ja, genau. Mit 10. Ich wollte schon sagen. Macht ja auch nur 10 Schaden, weil er da diesen Defender drauf hatte.
Porenta, es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Ponita, soll mal Ponita nehmen? Das ist die Frage, wird Ponita viel ausrichten? Wir machen es einfach mal. Verdammt, ich will... Moment mal, wir können doch Galoppa holen, Leute. Ja, Magma kommt auch weg. Wo haben wir denn Galoppa? Wo haben wir Galoppa? Da haben wir Galoppa. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Energiekarten Galoppa braucht. Gucken wir uns das erstmal vorher an. Okay, wir könnten Stampfer machen. Wir können auch Agilität machen. Ist gar nicht so verkehrt. Ja, machen wir einfach mal. Dann bekommst du noch eine Kampf... Nee, Kampf ist doof. Nehmen wir lieber die Pflanzen. Dann machen wir jetzt mal Agilität. Das reicht ja so oder so, oder? Oh, es richtet dann keinen Schaden an, wenn wir dann auf Zahl gemacht hätten. Oh. Ah, nee, stimmt. Jetzt, ach, das war dieses Schild. Jetzt verstehe ich wieder, was es bedeutete. Ah, ich hab's schon total nicht mehr auf dem Kasten, das Spiel. Gut, wir haben sie besiegt. Kommen wir zum nächsten Match. Es war ganz okay, das Match. Wie konnte ich verlieren? Wie? Ja, hast du doch gesehen, wie du verlieren konntest. So, was haben wir? Oh. Nidorina, Flamara, ja, Pokémon Center ist auch nicht schlecht. Definitiv. Ein Owei hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Und Pikachu und Muschas, Voltoball, ja. Kriegen natürlich noch einen Booster, Leute. Ah, ein Pipi, schon wieder Nidorina. Stimmt, man bekam ja hier ein bisschen mehr Pflanzen-Pokémon. Kokowai, ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Müsste man nicht auch irgendwo... Ah, jetzt haben wir einen Mirapla, Leute. Ja, Voltoball, Mirapla. Das ist keine richtige Pause für mich, wenn ich verliere. So. Jetzt können wir tauschen. Machen wir einfach mal. Ich weiß, es macht jetzt nicht so einen großen Sinn, aber... Okay, lass uns tauschen. Gifloor für einen Mirapla. Mr. Jumper tauscht einen Mirapla gegen einen Gifloor. Oh ja, Leute, da ist es. Ich weiß nicht warum, aber Gifloor und so mochte ich immer. Wie gesagt, ich mochte ja allgemein, Pflanzen-Pokémon. Danke für die Karte. Ich werde gut auf sie Acht geben. So, wenn ich mich nicht täusche. Nee, noch nicht? Schade. Dann guck mal einfach mal. Oh, Leute, mein Rücken. Oh, so. Gut. Guck mal einfach mal. Ein Match müsste noch drin sein. Meisterin Miki ist momentan nicht hier. Wo sie hingegangen ist, das ist ein Geheimnis. Mal sehen. Wenn du drei Mitglieder des Pflanzenclubs besiegst, sage ich dir, wo sie ist. Nun, wie sieht's aus? Okay, immer her damit. Vier Preise einverstanden, los geht's. So, die hat, Kaleidoskop-Deck. Okay. Oh, Vanessa. Oh, Rivalen. Okay. Also. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Glumanda, das... Moment, haben wir eigentlich eine Feuer? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Windhauch. Also sollte es wirklich hart auf hart kommen, können wir blasen, Leute. Ja, versteht ihr? Hart auf hart und dann blasen. Ja, gut. Nehmen wir mal Nokshan, dann haben wir Macholo. Und ansonsten müsste es ganz gut sein. Möge das Match beginnen. Oh, wir dürfen anfangen. Yo, was machen wir denn jetzt? Ich muss erstmal gucken. Kratzer, okay, dann müssten wir einfach... Ich gebe ihm mal eine Pflanzenenergiekarte. Dürfte ja keine schlechte Sache sein. Pflanzenenergie. Du hast ein Porygon, ne? In zwei Zügen müsstest du eigentlich tot sein. Beziehungsweise wir bekommen jetzt gleich nochmal eine Feuerenergiekarte. Dann müsste Porygon Geschichte sein. Aber warum hatte Porygon nur 30 KP? Was war eigentlich seine spezielle Fähigkeit in diesem Spiel? Hat er eigentlich Sinn gemacht? Konnte man den wirklich gut spielen? Da, der macht Umwandlung, stimmt. Falls das verteidigende Pokémon eine Schwäche hat, kannst du diese, was, kannst du sie auf einen Typ deiner Wahl außer farblos ändern. Ach ja, stimmt. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er davor hat. Okay, wir haben Ponita jetzt mal erstmal hingelegt. Pflanzenenergiekarte. Ja, das bringt mir nichts. Doppelte farblos Energie auch nicht. Könnten Plus Power machen. Dann müsste eigentlich Porygon jetzt Geschichte sein. Moment mal, wir haben aber eine doppelte Farblos-Energiekarte. Die würde ich, glaube ich, auf Nokshan machen einfach mal. So, Asta, da bist du, Porygon. Oh, wir haben Bill, korrekt. Sie hat also, ja, noch einige Pokémon auf der Bank. Warum können wir nicht mal so viel Glück haben? Ja, so wie der eine Olaf oder wie hieß der Typ.
Das war doch total einfach, oder? Das sind schon diese normalen Trainer, sind nerviger. So, Commander. Was machen wir noch? Kleinstein, ja, Feuerenergie, Pflanzenenergie, Windhauch. Windhauch wäre gar nicht verkehrt, ne? Hat er kein Pokémon mehr auf der Bank? War das sein einziges? Achso, dann war das unsere. Wenn wir den also jetzt besiegen könnten, dann hätten wir den Sieg so gut wie in der Tasche. Ja, das Blöde ist bei Glumanda, wir müssen eine Feuerenergiekarte verbrauchen, um diesen Angriff zu machen. Deswegen macht er schon 30. Ja, wenn wir den jetzt aber gleich besiegen... Oh nein, hör doch auf! Ist das... nein, jetzt... Nee? Der hat jetzt doch nicht das, was ich denke. Moment mal. Ich überlege gerade, das könnte hinhauen. Drück mir die Daumen. Wenn wir jetzt schon gewonnen haben, dann ist es okay. Hat er echt keine mehr? Tatsächlich, sie hatte echt keine mehr. Oh, Vanessa, du hast verkackt. Du hast verkackt. Ich kann es nicht glauben. Wie konnte ich nur verlieren? Tja, heul leise. Okay, was haben wir denn Oh, Magneton. Wir brauchen ja ein paar Elektro-Pokémon. Magneton ist gar nicht verkehrt. Wir haben Nidorino, Yugong, ja, Glutexo, Abra. Naja. Was haben wir denn hier? Oh, ein Electek. Wenn wir von Elektro-Pokémon sprechen, ist schon mal gar nicht verkehrt. Wir haben Kadabra, okay. Und sonst? Ja, naja. Ich muss einfach mehr üben. Dann üb mehr. Komm, wir machen noch ein Match. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Suchst du Mimi? Oder Miki? Ja. Mimi. Die Pflanzenclubmeisterin. Ich glaube, sie ist im... ja, Moment, nicht hier. Im Club. Hast du Lust? Natürlich hab ich Lust. Dich um die Pflanzen zu kümmern. Wir können mit den Karten spielen, wenn du magst. Ach, sei doch nicht so schüchtern, Laura. Aber ich weiß, wo du nicht so schüchtern bist. In einem Spiel. Stell dir das nicht so einfach vor. Nur weil ich ein Mädchen bin. Naja... Blumengartendeck? Wer nennt sein Deck Blumengartendeck? Okay. Dann kannst du es auch direkt Unkraut nennen. Ja, wir haben Defender, wir haben Vulcano. Oh. Und wir haben Computersuche. Das heißt, wir können uns schon mal wenigstens eine Energiekarte klar machen. Ja, ansonsten... Wie kann ich denn noch auf die Bank setzen? Ich glaube, Macholo war gar nicht so verkehrt. Und ein Kleinstein, aber das andere nehme ich nicht. Möge das Match beginnen, Leute. Ja. Es wird ein Scheiß-Match, Leute. Ich habe keine Zahl gehabt. Ach, ich meine Kopf. Ich habe eine Zahl gehabt, ja. Ach, Rankenhieb. 10 KP, ich weiß. Oh, Gottes Willen. So. Das ist gar nicht verkehrt. Moment. Ja, es war klar. Der verbraucht, glaube ich, auch, sobald ich weiß, eine Feuerenergiekarte. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Der Defender und Pluspower ist gar nicht verkehrt, ne? Beleber benutzen wir sowieso momentan nicht so wirklich. So eine Feuerenergiekarte. Ja, und bleibt nichts anderes übrig, als abwarten ja, und Tee trinken. Was hast du bloß vor, Knuffenser? So, Moment mal. Wir machen 20, das macht 40. Ah, dann müsste ja direkt ein One-Hit. Ah, nee, okay, der muss es nicht ablegen. Boah, Vulcano, du bist ja viel besser als hier so ein Humanda. Okay, wir haben Macholo gezogen. Diese Musik. Aber es kommt auch immer nur die andere Musik, so diese Battle-Musik, diese extreme. Ja, okay, man kann es auch übertreiben, wenn man gegen einen Arena-Leiter battelt. Sollen wir die Plus-Power benutzen? Ja, ich glaube schon, dann ist er nämlich direkt mit einem Hieb weg vom Fenster. So, weg mit dir. Sie hat, glaube ich, viel zu viele Pokémon auf der Bank, oder? Komm schon. Dieses Match wird schnell, Leute. Das spüre ich einfach. Dieser Samen. Soll ich jetzt... Ja. Nee, das lohnt sich nicht. Dann mache ich lieber die Kampf auf Macholo. Der kann wenigstens dann noch angreifen. Der Defender brauche ich nicht. Flackern macht jetzt schon dieser Samen direkt K.O. und... Komm schon. Das war dein letztes, oder? Ach, verdammt. Jetzt kommt Tangela. Ich finde immer, Tangela sieht aus wie so Spaghetti.
Vor allem, dass es eine Entwicklung bekommen hat, Tangelos oder wie das heißt, kann ich einfach nicht nachvollziehen, aber okay. Weil es sieht fast genauso aus, nur ein bisschen, ja. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. So, was machen wir denn? Den Trank könnte ich ja eigentlich mal benutzen. Dann sind wir wenigstens komplett geheilt. So sieht es aus, als ob wir gar keinen Schaden erlitten hätten. Ja, ich habe irgendwie Angst. Die Feuerenergiekarte ist mir zu wichtig. Ich will sie jetzt nicht. Sag mal im Ernst. Komm, Glumanda, dann kriegst du die Feuerenergiekarte. Ist ja gut. Du guckst mich schon so an. So nach dem Motto, bitte setz mich auf die Bank. Ich will jetzt auch mal endlich angreifen. Und was ist mit dir, Laura? Oh nein, nicht Hat mal Hyperheiler? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn ja, dann hast du jetzt verloren. Ja, wir haben den Hyperheiler. Die Kampfenergiekarte könnte ich jetzt aber trotzdem mal auf Macholo legen. So. Jetzt haben wir gewonnen, Leute. Hasta la vista, Tangela. Und wir nehmen die letzte. Und es war sogar Energiesuche, ne? Ja. Oh ja, Leute. Oh, ich habe verloren. Ich denke, das gehört jetzt dir. Oh, was haben wir denn hier? Nochmal ein Aquana, das hatten wir schon. Ultrigaria hatten wir, glaube ich, noch nicht. Dieser Knosp hatten wir. Rosana, ja. Saftkorn, ja. Komm schon, in dem nächsten muss doch was Besseres drin sein. Maschomai. Alpollo, ja. Kukuna. Nichts, was mich eigentlich jetzt so aus dem Socken haut. Das Pokémon-Sammelkartenspiel macht Spaß. Wie die Pflege der Bäume. Ich glaube, Miki ist im Ishiharas Haus. Oder Ishiharas Haus. Vielleicht solltest du sie dort treffen, da sie schon sehr spät dran ist. Ja. Ja, die kommt dann wahrscheinlich im nächsten Match. Stimmt. Hä? Ich dachte, wenn... Sagt sie uns das dann eigentlich nicht? Warum hat sie uns das jetzt noch gesagt? Diese Logik, die muss ich jetzt nicht verstehen. Aber das machen wir jetzt noch mal kurz, weil wir haben noch ein paar Minütchen, so auf die 30 Minuten zu kommen, ist noch ganz okay. Ja, auf die 30 Minuten kommen, Leute, ihr wisst Bescheid. Ah, da. Wer bist du denn? Hallo, schön, dich zu treffen. Ich bin Ishihara. Ich bin ein Pokémon-Kartensammler. Ich liebe es, Karten zu sammeln. Ich sehe, du liebst die Pokémon-Karten genauso. Komm bald wieder vorbei, wir müssen ein paar Karten tauschen. Oh, du spielst mit den Karten. Dann lies doch bitte ein paar dieser Bücher hier. Ich denke, sie sind hilfreich. Ja, die müssen wir jetzt nicht lesen, Leute, und ich will sie auch nicht vorlesen. Ich bin Miki, die Meisterin des Pflanzenclubs. Was? Du suchst mich? Oh je, tut mir leid, dass du so lange auf mich warten musstest. Ich habe hier Nachforschungen betrieben. Ja, ja, mit dem Typen, ne? Ich spiele nur im Club. Tut mir leid. Aber könntest du mich im Pflanzenclub treffen? Ich laufe zum Pflanzenclub zurück und erwarte dich dort. Oh, sie spielt mit uns nur im Club, Leute. Herzlichen Dank, Ishihara. Deine Bücher waren sehr hilfreich. Du bist wirklich der Pokémon-Karten-Sammler Nummer 1. Oh nein, zu viel der Ehre. Wenn du noch etwas nachlesen willst, du bist jederzeit willkommen. Herzlichen Dank, Ishihara, wenn du mich jetzt entschuldigst. Ja, voll der Player und so. Nachhilfe und so weiter, ihr kennt das. So, dann gucken wir mal, Pflanzenclub. Gehen wir mal rein und... Da vorne steht sie. Mit aller Pracht. Ja. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt Pokémon Training Card Game. Ist der neue heiße Scheiß.